Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute ein klitzekleines Aufgebraucht-Video. Ich habe ein paar Sachen gesammelt. Beginnen wir einfach mal mit Shampoo. Und zwar habe ich leer gemacht das Isana Professional All Care Shampoo. Das habe ich mir auch schon nachgekauft, weil ich es einfach unheimlich gut finde. Die Spülung dazu ist auch Wahnsinn. Ist auch wirklich gut. Die ist aber noch nicht ganz leer. Das habe ich mir aber auf jeden Fall schon mal nachgekauft. Außerdem habe ich ab und zu ein Shampoo von Balea benutzt. Und zwar ist das Tiefenreinigungs-Shampoo. Ist jetzt auch komplett leer. Fand ich auch sehr gut. Ich finde aber, dass meine Haare davon schneller nachfetten, komischerweise. Ja, obwohl hier eben mit Antifettformel steht. Aber trotzdem fand ich das ganz cool, das ab und zu mal zu benutzen. Dann leer gemacht habe ich Nagellackentferner. Das ist der von Evelyn, den ich immer benutze. Schon seit Ewigkeiten. Und dann kommen wir doch einfach mal zu Überlacken, wenn wir gerade beim Thema Nägel sind. Und zwar benutze ich ja super, super gerne den von La Cura Beauty. Sieht so aus, habe ich zwei Fläschchen leer gemacht. Ihr wisst, ich lackiere mir so oft die Nägel, da werden die einfach sehr schnell leer. Sind jetzt beide leer, wie ihr sehen könnt. Und ich finde sie nirgends mehr. Ja, ich war jetzt schon bei so vielen Aldi-Filialen und irgendwie kann ich die nicht mehr finden. Ich weiß, dass sich die Nummer geändert hat. Das ist jetzt der 804er. Ich glaube, davor war das 805, 6, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass es einen neuen Lack davon gibt. Das ist auch der neue Lack, aber wie gesagt, den gibt es nirgends mehr. Ich hoffe, dass die nur irgendwie Lieferschwierigkeiten hatten oder so. Als ich den eben nirgends mehr gefunden habe, habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Dann habe ich diese Aktion entdeckt von Essie. Die haben ja Essie-Nagellacke gehabt mit so einem kleinen Good2Go. Und den Good2Go hatte ich ja wirklich auch Ewigkeiten nur gekauft, aber für knapp 8 Euro, vielleicht sogar 9 Euro. Kosten die nicht 1 Euro mehr oder weniger? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ist mir das zu teuer gewesen. Darum bin ich damals eben zu dem Aldi-Lack übergewechselt, weil der einfach genauso gut ist. Hab mich jetzt aber wie gesagt dazu entschlossen gehabt, nochmal den zu kaufen. Ich habe den zusammen mit dem Essie Blanc gekauft, weil meiner schon vor Ewigkeiten leer gegangen ist. Und ja, wie gesagt, Essie Good2Go, da kann man nichts falsch machen, der ist absolut zu empfehlen, aber eben sehr teuer. Ich habe jetzt im Moment den von Catrice, diesen Super Shine Quick Dry oder so heißt der. Der ist in Ordnung, aber ich mag es nicht, dass der so flüssig ist zum einen. Und dann, ja, ich kann euch jetzt meine Nägel mal zeigen. Die glänzen schon ganz schön, aber der Glanz ist nicht so schön wie bei den anderen. Ja, zur Haltbarkeit kann ich nicht sagen. Ihr wisst, ich lackiere mir jeden Tag die Nägel neu. Ja, und dann kommen wir schon zu meiner letzten aufgebrauchten Sache. Ich weiß, das Video ist super kurz, aber ich habe die Sachen hier gerade gehabt und habe gedacht, bevor ich da jetzt irgendwie anfange zu horten, mache ich dieses Video schnell. Hier, mein Augenbrauengel von P2 aus der Poolside Party Allee. Das Ding ist jetzt mittlerweile schon knapp 1,5 Jahre alt. Ich glaube, das gab es letztes Jahr im Mai. Und ja, da kommt jetzt einfach nichts mehr raus. Ich weiß nicht, es sieht nicht schön aus, sage ich euch jetzt schon. Aber ihr könnt sehen, da ist eben so gut wie nichts mehr drin. Und es ist sehr beschwerlich, das da rauszubekommen. Aber ich habe ein Backup. Und das ist wirklich mein absolutes Lieblingsprodukt für die Augenbrauen, weil das hält, das geht schnell, es ist, ja, mag ich sehr gerne. Leider war es limitiert. Jo, das war's auch schon mit meinem kleinen Aufgebraucht-Video. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es nenne, ob ich irgendwie einen total fancy Namen noch finde. Wahrscheinlich nicht. Wenn doch, seht ihr den jetzt unter diesem Video stehen. Ich sag euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.